Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Krömer, die internationale Show. Ja, Freunde, jeder Mann sollte in seinem Leben ein Haus bauen, ein Kind zeugen, einen Baum pflanzen. Man muss ja nicht immer alle zu wörtlich nehmen. Ich habe eine Sozialwohnung bezogen, habe Zündi adoptiert und habe auf dem Balkon Gras angepflanzt. Meine lieben Freunde, liebe Gemeinde, liebe Genossen und Genossinnen, wir haben heute einen Frauenabend. Wir haben heute mit dabei Katrin Bauernfeind und Regina Halmich. Schöne, attraktive, schöne Frauen. Aber wir wissen ja, Appetit kann man sich holen. Gehungert wird zu Hause. Leute, ich habe jetzt letztens hab ich einen 34. Anlauf genommen für einen Führerschein. Und ich musste dafür zu dem Malteser musste Kursus machen. Ich habe es aufgeschrieben: lebensrettende Sofortmaßnahmen. War ich als Kölner natürlich total geschockt, weil wir kennen nur lebensbeendende Sofortmaßnahmen. Verstehst du? Gucken wir uns mal an. Wenn wir zu einem Notfall kommen, ist es wichtig, dass wir auch bestimmte Anforderungen an einen Ersthelfer haben. Diese Anforderungen an einen Ersthelfer sind erstmal erkennen, was ist geschehen. Kommen wir nun als nächstes zu den praktischen Maßnahmen. So, Herr Arndt, dann würde ich jetzt mal den Vorfall simulieren. Ich sitze im Auto, lege Zigarette und Bier beiseite, steige aus. Aber im Auto trinken Sie aber kein Bier. Bitte? Im Auto trinken Sie aber kein Bier. Naja, eins kann man ja trinken, wa? Eins und ein Schnaps. Ist ja eine Frau. Richtig? So, ja, ein bisschen erregt. Vielleicht hat das würde ich als nächstes fragen. Hat es Ihnen Spaß gemacht? Oder warum die Erregung, junge Frau? Oben an die Schultern anfassen, schütteln und rütteln. Nicht zu kräftig. Genau. Hallo. Mein Name ist Kurt Krömer. Wir stellen fest, es ist eine Atmung da. Wir haben es mit einer bewusstlosen Person zu tun. Und diese bewusstlose Person bringen wir jetzt in die stabile Seitenlage oder Seitenlagerung. Muss ich ihr das noch sagen? Nicht, dass ich denn wegen sexueller Nötigung noch angezeigt werde. Nein. Plus Beule. Nein, nein. Also, das, was ich jetzt mache, das ist hier Gesundheit zugute. Ja? Ach Gott, das Bein hat sich auch gebrochen. Gucken Sie mal hier. Ist ja völlig. Naja, ist ja bewusstlos. Merken Sie was? Nee. So, und dann geht's los. Ich stelle fest, dass keine Atmung da ist. Jetzt muss ich den Kopf nacken. Ja, ich muss das doch her sogar noch weitermachen. Machen Sie mal. So, so, fassen mit einer Hand an die Stirn. Wollten mal gucken, ob wir was. An die Stirn. Ja. Und dann wird Luft reingepustet. Nämlich so. Aber nicht da mit Zunge oder was, wa? Gut, dann würde ich das auch mal probieren. Ja, genau. Dafür kriegen Sie jetzt aber erstmal eine neue Maske. Sie brauchen keine Angst haben. Herr Arndt ist ja Profi. Ich jetzt nicht so, aber was ich falsch mache, kann er wieder. Verstehen Sie? Ist noch bewusstlos. So, darf ich mal? Oh Gott. Oh Gott. Uschi Glas. Und die Hand vom Busen, bitte. Ach so, ich dachte, du bist ein Kind. Nochmal probieren, das war noch nicht richtig. Naja. Aber die Brüste bewegen sich. Weil das so einen Spaß macht mit Ihnen, nehmen wir jetzt noch Defibrillator. 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 Bei okay, Mäuschen, pass auf, wir machen den Defibrillator jetzt an. Bei diesem Gerät bitte dann dran denken, das Gerät spricht. Spricht. Ihnen, ja. Und Sie dürfen nur das machen, was das Gerät sagt. Ach so. Jetzt drücken wir auf Orange, wa? Nein, erstmal auf den Einschaltknopf. So, Herr Arndt. Erste Panne. Es geht um Leben und Tod. Tja, Pech ja. Werden Sie privat versichert, werden Sie jetzt schon in der Luxusklinik mit einem Helikopter. Aber so. Drücken Sie die grüne Taste.
Nicht anfassen, ihr Ahnt, hat doch die Maschine gesagt. Nicht berühren. Führen Sie abwechselnd 30 Herzdruckmassagen und 2 Beatmungen durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 2 Beatmungen. Aber Sandra, ist es vielleicht nicht einfach sinnvoller, wenn ich mir bei der BVG eine Umweltmarke kaufe? Würde ich Ihnen auch empfehlen. Wir machen das so, ich war nie gesehen. Sie haben mich nie gesehen. Ich habe Sie nicht gesehen hier. Okay, gut, ja. Aber trotzdem immer erste Hilfe leisten. Nein, natürlich. Ja? Natürlich. Ja, tschüss, Herr Ahn. Wiedersehen. Danke. Tschüss. Tschüss. Hey, Alter, Herr Ahn, bitte Sie. Wieder nicht geklappt. Ja. So ist es, meine Damen und Herren. Da dreht man, wa? Und dann lernt man beim Drehen die Liebe seines Lebens kennen. Die Frau aus der Matze und Icke, wir sind seit 8 Wochen jetzt verlobt. Ist schon was Kleines unterwegs. Eine Barbie. So, wir kommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserem ersten Gast. Ich frage in den Raucherpuff. Frau Bauerfeind, sind Sie schon da? Ja. Ich hole Sie ab, ja? Gerne. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie nun die Moderatorin. Sie ist schön, erfolgreich und den Rest erzählt sie uns gleich. Begrüßen Sie die Moderatorin Katrin Bauerfeind. Abgeschlossen. Ah, hallo. Guten Tag. So, ich sollte mich erst setzen, wenn die Frau sitzt. Ach so, ich bin ja der Moderator. Ich dachte, ich bin bei Ihnen in der Sendung. Haben Sie Geschenke bei? Ja. Ach. 2 sogar. Ein Döner oder was? Das sind übrig gebliebene Muffins von der Party gestern. Was die sehen war das für eine Party? Eine Filmparty? So eine Galaparty? Eine Geburtstagsparty und so. Ach, wie langweilig. Ja. Ach, schön, selbst gemacht? Ja. Oder einfach? Geklaut. Also nicht von mir selbst gemacht. Ich habe sie nur mitgenommen, aber die sind ursprünglich mal selbst gemacht. Gut, wir lassen mal so stehen. Herzlichen Dank für die Mühe. Gerne. Das ist jetzt aber, hier, habe ich mich richtig angestrengt. Was ist das? Ich habe nämlich gemalt. Oh, eine Staffelei? Mit Brille. Mehr kann ich nicht. Können wir dir zeigen hier? Oh. Ach, Sie haben aufgehört zu klatschen. Gut. Frau Bauernfeind, ich bin überwältigt. Ja, ne? Ist schön geworden. Ist ein Knaller. Wollen Sie auch was trinken? Nee, danke. Ach so, schade. Wollten Sie mal zum Kühlschrank gehen, oder? Ja. Ja, gehen Sie gerne. Doch mal. Dann nehme ich halt irgendwas, ein Bier oder so. Ach, irgendwas. Ein Bier oder Futschi? Ja eh nur... Bitte? Was? Was war das? Futschi. Was ist das? Futschi, kennen Sie nicht? Nationalgetränk aus Neukölln. Das war ganz leichtet. Ein Aperitif. Wissen wir... Jetzt nicht stärker als ein Zitronentee. Danke, ich lass erst mal noch ein bisschen stehen. Ja? Oh, das stinkt bis hierhin. Die Icke oder was? Ach so, der Futschi. Kann ich schwer unterscheiden, ob es jetzt das Getränk ist. Frau Bauernfeind, Sie Bauerfeind, nicht Bauernfeind. Ja, wo macht kommt, ja nichts. Wo kommt der Name Bauerfeind her? Was Keine haben Ahnung. Sie gegen Bauern? Was, ist da irgendwas, das hat ja mal was zu heißen. Der Müller heißt ja, weil er Müller ist. Der Schmied, weil er ein Schmied ist. Ein Bauerfeind? Oder ein Bauerfeind ist? Vielleicht war auch Gärtner, man weiß es nicht. Aber hat das was zu bedeuten, dass Ihre Urahnen was gegen Bauern hatten? Ja, so. Auf Bauernjagd gegangen ist? Ja, so in die Richtung war es. Aber ich habe es schon mal erklärt und dann war es ganz falsch. Aber es hat auf jeden Fall, waren wir mal böse.
Ach so. Ja. Hat sich aber wieder gelegt, wa? Ja. Und Sie sind ja TV-Star-Moderatorin, kann man so sagen. Und Sie sind im Internet sind Sie groß geworden. Also Sie sind organisch gewachsen, aber ja. Im Internet. Ja, zum Star geworden. Ja. Ja. Die meisten Frauen, die ich im Internet kenne, sind nackt. Was hat Sie. Wie kamen Sie auf die wahnwitzige Idee, da jetzt die Klamotten anzulassen? Und einfach Ihre Show zu machen? Das war gar nicht meine Idee. Ich bin ja quasi nur dazu gecastet worden. Ach, Sie sind eine Marionette? Genau. Hm. Von Ehrensenf? Genau. Senf vor allen Dingen. Was hab ich denn gesagt? Ehrensenf. Senf? Ja, Senf. Nee, nicht Senf. Senf. Wir setzen da noch mal neu an. Frau Bauernfeind, nun ist es... Hört doch auf! Frau Bauerfeind, ja. Nun ist es ja so, im Internet groß geworden. Bei Ehrensenf. Ja, und jetzt? Na, jetzt müssen Sie antworten. Ja, das war doch noch gar keine Frage. Naja, bei Ehrensenf. Senf. Ja, da war's schön. Frau Bauerfeind, nun war es ja so. Im Internet groß geworden. Ja. Bei Ehrensenf. Senf. Welche Erfahrungen konnten Sie sammeln? Sind Sie kirchlich getraut? Nee. Nee. Wir haben ja auch, wo ich Sie das erste Mal gesehen habe, boah, brennt einen alles weg. Ja, jetzt kommt der Magen an. Ding, 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 ding. Sie haben ja, das erste Mal habe ich Sie gesehen bei Polylux, da haben Sie eine Vertretung gemacht. Warum haben Sie Polylux nicht weitergemacht? Weil das ja eigentlich Frau von Hardenberg macht. Das ist ja das Problem. So, ja. Ja, und die wollte das auch weitermachen. So. Warum? Konnten Sie dann nicht weggegangen, Platz vergangen? Ich bin ja nicht mehr böse. Das bitte? Ich bin ja jetzt nicht mehr böse. Aber mir halt wirklich, ich will mich jetzt nicht einschleimen, aber mir hätte super mit Ihnen gefallen. Da habe ich Polix geguckt. Als sie dann wieder da war, hallo? Sie steht ja immer so da, mit ihrer durchsichtigen Karte, wo Polylux draufsteht. Mhm. Andere Moderatoren schreiben hinten mal drauf, nein, sie hat Polylux stehen. Und dann immer so. Ja? So, aber das ist ja, ich beobachte das gar nicht so. Doch, genau. Ich hab's beobachtet. Ich fand bei Ihnen fand ich es mal toll. Ja. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu sehr ins Quatschen kommen, Frau Bauer. Ja. Darf ich mal? Bitte? Das sieht ganz doof aus da. Ja, fassen Sie mich an. Das macht man übrigens auch beim Sitzen, ne? Ja? Ja. So, damit man auch was sieht. Sieht man aber auch, dass ich zugenommen habe. Ja, Sie können doch zeigen, was Sie haben. Steht Ihnen doch ausgesprochen gut. So, jetzt ist es ekelhaft. Ekelhaft. Was? Wie, Sie finden mich ekelhaft? Nein, dass ich mich jetzt so einschleimen wollte, ganz ekelhaft. Ja. Schneiden wir raus. Ja. Frau Bauerfeind, was übernehmen Sie jetzt demnächst? Sie sind mal gucken, wer schwanger wird oder in Urlaub fährt oder so, ne? Ach, das ist ja dann immer meine Chance, ja, natürlich. Wenn man jetzt zusehen würde, dass Frau Hardenberg noch mal geschwängert wird, sind Sie wieder bei Polylux, oder? Könnte sein. Also Leute, ist ein Aufruf. Hin und wenn ist Frau Bauerfeind wieder bei Polylux zu sehen. Ehrensenf, wusste ich gar nicht, ist das Wort Fernsehen. Richtig. Nur durcheinander gewürfelt. Richtig. Fernsehen durcheinander gewürfelt heißt Ehrensenf. Deswegen kann es auch nicht Senf heißen. Es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Über diese Sendung wird man noch lange sprechen. Ich glaube auch. Enthüllung, Enthüllung, Enthüllung. Ja, ziemlich groß war das jetzt. Ja, ganz großes Theater. Ja. Spielen Sie Theater? Nein. Was für eine Überleitung.
stellen Sie mal vor, Sie würden Theater spielen. Das wäre eine Überleitung gewesen, da hätten wir jetzt ja 10 Minuten dann halten können. So sind wir am Arsch. Soll ich mal gucken, was da noch draufsteht und gucken, was mit dem Ernst, fangen wir schon. Polylux AD, die alte Schwängern, weg. diplomierte Technikjournalistin sind Sie. Was denn das? Muss man nicht studieren? Ja, dann man studiert Technikjournalismus und bekommt ein Diplom. Das ist so. Was ist ein Technikjournalismus? Mathe, Physik, Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik, alles, was so mit Technik zu tun hat. Und das kombiniert mit Journalismus. Was braucht man denn Technik als Journalistin? Man braucht dann nur die durchsichtige Karte, einen komischen Gang. Ja, aber das wusste ich ja da noch nicht. Ne? Das hätte ich mir. Ja. Wo wollen Sie hin? Hoch hinaus? Unsere Füße berühren uns gleich. Haben Sie eigentlich einen Freund? Die sind schon ganz hier. Sind ja, da nicht mal ein paar neue drin? Der Bus rübergefahren. Jetzt bin ich so sehen die auch aus. Fiese Senioren. Nein, ist egal. Und sonst so? Auch ganz gut. Und selbst? Ja. Mhm. Kommen wir noch mal auf den grünen Zweig heute? Nee. Ich weiß gar nicht, wo ist denn der rote Faden? Den hat der Schneider. Wollen Sie rauchen? Das ist doch schön. Nein, um Gottes Willen. Rauchen Sie nicht? Rauchen Sie denn eigentlich? Ja. Ehrlich? Rauchen Sie eine. Let ja, it flow, Baby. Ja, aber immer noch geraucht. Haben Sie Laster irgendwas? Ja, rauchen. Dann rauchen Sie doch eine. Nee, das macht man doch nicht im Fernsehen. Naja, wird doch nicht ausgestrahlt. Auch noch die Blau. So, nur für Therapiezwecke. Ja, ja. Nee, ich kann schon. Die Blauen, das ist ja aber, das ist ja hart. Ich bin auch ein ganz harter Typ. Deswegen bin ich jetzt so überrascht. Ja, komm dann raus, Mann. Oh, nee, die wollte ich nicht gerade mal. Wir haben Gemeinsamkeiten, wir rauchen. Ja, immerhin mal was. Waren Sie jetzt verheiratet oder wie war das? Nee, ich war nicht verheiratet. Wie sieht Ihr Traummann aus? Gut. Überlegen Sie. Nee. Ach gut. Ich denke nach. Ja, ich muss mich leider schon verabschieden. Ach schade. Das war ja echt fast so kurz. Wir sind ja gar nicht durch. Aber Sie bleiben ja sitzen. Wollen Sie noch eine Zigarette? Nein, danke. Wir müssen uns leider schon verabschieden. Ach schade. Wir bedanken uns. Ich bedanke mich. Das ist gut, dass ich aus Ihnen richtig viel rausquetschen konnte. Sie haben ich sehe Sie jetzt ganz anders. So richtig gut gefragt, finde ich. Bitte? Sie haben auch richtig gut gefragt. Das ist natürlich ein Steckenpferd von mir. Ja, ich glaube auch. Nein? Das sollten Sie ausbauen. Sie haben sich bestimmt auch ein bisschen in die Ecke gedrängt gefühlt, oder? Wahnsinn, Wahnsinn. Investigativ nachgeforscht. Ohne Diplomtechnik, Journalismus, Studium. Das ist gut, wirklich. Meine Brücke. Das sieht ein bisschen aus wie dieser von den Backstreet Boys, der Kevin hieß der, glaube ich. Der hat auch immer so. Der läuft immer so rum, oder? Ja, genau. Ja, der kann nicht anders. Der kann nicht, ne? Ja, also. Eine arme Sau. Ja. Ja, wir bedanken uns bei Katrin Bauerfeind. Nehmen Sie das noch mit? Dankeschön. Pass mal auf, da steht ein Glas. Ja, ja, danke. Bitte? Soll ich das irgendwie mitnehmen, entsorgen? Nehmen oder Sie es mit hinten in wollen die Mülltonne. Wollen Sie es der Regina heimlich anbieten? Bitte? Nein, ich nehme es mit. Oh, jetzt, ja. Ich muss jetzt natürlich bei Frau Halmich unheimlich viel rausholen wieder. Ja, aber das schaffen Sie schon. Kein Problem. Sagen Sie ihr gleich, toi, ich muss toi, doppelt toi. So viel antworten wie Sie. Ja, haben wir schon abgesprochen. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Ja, mir auch. Regina Halmich, Frau Bauerfeind. Ich hab's geschafft. Leute, ich gehe heute ins Kino, und zwar ins kleinste Kino des Universums. Kommen Sie mal mit rein. Mahlzeit. Hallo. Krömer, mein Name. Hallo, grüß dich. Ich habe reserviert. Ah, ja, super. Freut Sie sind mich. Der Herr? Alf Spick.
Alf Schmidt. Spät. Spät. Viel zu spät. Viel zu spät. Genau. Okay, bevor es losgeht, erklären Sie uns vielleicht hier mal den Sachverhalt. Ja, Ihr Sessel habe ich dort reserviert, Ihr Sitzplatz. Wie? Ist da Herr Krömer? Ach, wir sind schon im Kino drin. Ja, dann bist du schon drin. Ach so. Und das, alles hier drumherum? Ja, das ist meine Filmwerkstatt. Wir machen außer Kino noch Filme. Ach so. Was ist Ihr Beruf? Filmausstatter und Regisseur. Wo erreichen wir was jetzt hier? Herr Krömer, das ist meine SFX-Galerie. Ich kann Sie einladen zum Durchfallsaft. Bitte was? Zum Durchfallsaft. Ich habe gerade, weil Sie kommen aus dem Schwarzwald, das war, vielleicht haben wir ein bisschen Schwierigkeiten mit der Sprache. Ich habe nämlich Durchfallsaft verstanden. Das ist ein Durchfallsaft? Ja, um mir geht es besser. Das heißt, komm. Der Durchfall wippt noch nach. Okay. Ja, da freue ich mich auch, dass ich das jetzt Arbeit gebe und mir angucke, wie der das ausdringt. Und unten haben wir Galerie von Schwarzwald. Wie unten? Hier im Keller. Im Keller? Ja. Da geht das noch weiter? Da geht's weiter, Herr Krömer. Bitte schön. Herr Spät, gehen Sie vor? Ja, gerne. Man kann sich überall festhalten. Weiß der Vermieter davon? Ja, der ist ganz begeistert. Ich bin begeistert. Herr Spät, ich komme. Ja, ja Herr Krömer. So, ich gehe runter, aber du trinkst den Durchfallsaft bis noch aus. Ja? Aber alle. Ich muss freuen. Das sind Gastgeschenke, die nimmt man an. Herr Spät, ich komme. Ja. Oh. Aua, Scheiße, hab ich. Oh. Eng geblieben mit dem Auge. Da sind sie. Da sind Namen drauf, Dennis Hopper. Ja, Annette Renneberg, das sind halt tolle Kollegen, mit denen wo ich zusammengearbeitet habe, wo ich stolz drauf bin. Ja, mit Dennis Hopper zusammengearbeitet? Ja. Wunderbarer Film, Straight Shooter. Dennis, der aus Amerika, Dennis Hopper? Den Original Dennis Hopper. Moment, wir rekapitulieren mal. Sie waren in Hollywood, haben mit Dennis Hopper gearbeitet. Nein, Hollywood, das war in Köln sogar. Dennis Hopper aus Köln? Nicht nur in Köln, nicht nur in Köln. In Köln? Dennis Hopper ist aus Hollywood, aus Amerika. Aber der hat mal gedreht. Afrika-Szene. Eine Afrika-Szene in Köln? Duisburg. Wie? Köln haben wir Studioarbeit gemacht. Der kommt nach Köln und dreht einen Afrika-Film? Ja, oder genau, was? Genau. An der Domplatte oder was? Straight Shooter hieß das. Straight Shooter. Straight Shooter? Ja. Straight Shooter? Ja. Also. Haben Sie gehört? Er lief überall im Kino. Straight Shooter? Ich hab das nie gehört. Dreht der Dennis Hopper in Köln einen Afrika-Film und nennt ihn Straight Shooter. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen hoch und gucken uns den Film an. Super. Ich geh voraus. Was mit Straight Shooter gemeint? Das weiß ich bis jetzt noch nicht, aber das werden wir nachgoogeln. So. Herr Spät, das hier, was ist das für ein Bein? Das sind Requisiten noch von Marlene, so, wo ich bekommen habe. Schuhe und noch das Bein von Zweiter Weltkrieg. Marlene Dietrich hat ein Holzbein gehabt? Nein, das war von der Kriegsszene. Habe ich als Geschenk bekommen. Aber Marlene Dietrich hatte, weil die hat ja mal so lange Kleider getragen. Wunderschöne Beine hat sie. Hatte, gut. Guck mal, was in den Film morgen mal frei. Und was gucken wir für einen Film jetzt an? Schatten der Vergangenheit. Ich freue mich. Mats ab. Alles gut. Ja. Das war der Beweis, es gibt außerirdisches Leben. Quasi ein Paralleluniversum. In Neukölln natürlich. Wo sonst auch nicht. Doch. Ja. Wo? Egal. Wir kommen zum nächsten Gast, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich frage, ob sie schon da ist. Frau Holmisch. Ja. Sind Sie im Redefluss? Die Sendung kann nur besser werden. Trifft sich gut. Was? Die Sendung kann nur besser werden. Oh. Ja, gut. Meine Damen und Herren, andere Frauen quatschen stundenlang über Gefühle. Sie schlägt einfach zu. Begrüßen Sie mit mir den Kampfzwerg Regina Halmich. Ja? Nur ein ganz kleines, aber. Bitte? Ein kleines Geschenk, aber ich habe gehört,
Ja, dir fehlt so ein bisschen der Durchblick manchmal. Ja, ich habe, was habe ich Tropfen, Schuppenfleisch durfte. Ich weiß, ich habe sie verstanden. Alles klar? Was ist denn heute los hier? Kann man nichts falsch machen. Ich meine, ich kenne dich ja noch gar nicht. Also insofern, ich wusste natürlich nicht, kennen was wir uns. Hast du schon wieder vergessen, ja, wa? Also. Naja, nach dem 37. Bier. Wir haben uns kennengelernt. Na, sag es doch. Ich weiß es nicht mehr. Es liegt vielleicht daran, dass du so ein Allerweltsgesicht hast. Ich muss mich nicht hier anmachen. Hm, kann man bestimmt auch als Erfrischungstuch nehmen. Sie können sich nicht mehr daran erinnern? Nee, kannst du sagen. Ich sage ja auch du zu dir. Krömi. Ja. Sie können sich nicht mehr daran erinnern? Deutscher Fernsehpreis 2006. Wir haben im Hotel 3 Tage verlängert. Alles weg. Mann, 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 Mann. So, Sie waren ja jahrelang bei Ehrensenf. Genau. Wollen Sie was trinken? Ah, also wenn ich jetzt ja sage, dann hoffe ich, dass ich nicht dieses gepanschte Zeug da bekomme. Also ich hätte gerne eine Cola pur. Können Sie haben. Können Sie haben. Frau Heimlich, Sie sind ja jetzt quasi auf Rente, wa? Ja, ja, ich bin Rentnerin sozusagen. Nein, aber ich bin ja trotzdem, trotz alledem bin ich ja jetzt mehr. Was machst du denn? Das wollen Sie ein Pfeilchen haben? Nein. Wollen Sie was hier? Fresserchen? Was zu naschen? Kokosflöckchen. Du glaubst du nicht, dass ich das wirklich trinke, oder? Doch, ist cooler, ist nur in Kohlensäure raus. Deswegen schmeckt es nicht so komisch. Weißt du, was blöd ist? Was ich habe vorhin schon das Interview gesehen. Da habe ich gesehen, wie du da im Kühlschrank hinten schon alles zusammengepanscht hast. Boah, fällt mir der trinken Rüssel Sie ab. Bitte trinken. Trinken Sie nur einen Schluck. Puh. Was, puh? Nee, schmeckt nicht. Puder Bär. So, Frau Heimlich. Ja, also ich bin sehr beschäftigt, nach wie vor. Und das war nicht die Frage. Du hast gefragt, was ich jetzt mache. Die Deko in der Arsch. Was ich jetzt mache? Warum dürfen Sie Frauen schlagen und ich nicht? Ich werde sogar noch dafür bezahlt. Wir haben ja. Sie haben 56 Kämpfe gekommen. Bei Ehrensenf damals. Hab ich geboxt oder Sie? Nee, von mir wollen wir heute nicht reden. Okay. 56 Kämpfe gekämpft und 55 gewonnen. Ja. Und nun? Ja, meine und warum den 56. nicht auch noch? So schwach. Ja, ich habe meinen letzten Kampf gewonnen, also das weißt du ja. Und so wollte ich auch aufhören. Also das war immer mein Ziel, ungeschlagen abzutreten, als ungeschlagene Weltmeisterin. Deswegen habe ich auch gesagt, jetzt wird es mal Zeit, was anderes zu machen, neue Herausforderungen. Was machen Sie jetzt? Ja, ich bin Co-Moderatorin bei der Pro7 Fight Night. Ich bin Boxexpertin sozusagen. Na, das trifft sich ja gut. Ja. Das war jetzt bei NTV Börsenspezialistin oder so. Na, das geht ja noch, aber 9 Live wäre ja noch schlimmer, oder? Stimmt. Regina Heimlich. Erraten Sie bitte jetzt das Tier mit 4 Buchstaben. Elefant. Nein, kann nur nicht wahr sein. Wo ist, welcher Sender sind Sie jetzt? Pro7 bin ich jetzt. Ach so. Dort sind dürfen die Fight wir das Nights. Sagen hier? Ja, ist halt nun mal Tatsache, dass ich es bei Pro7 mache. Ja, aber ob wir das hier sagen dürfen bei der ARD? Pro7. Wo?
Aber jetzt mal ehrlich, Sie sehen es doch jetzt besser, oder? Ja. Herr Maske. Ich sehe Sie jetzt. Naja. I just call. Solange nicht Walujew oder Schulz rauskommt, geht's ja noch. Schulz mögen Sie nicht? Doch, ich mag ihn. Er ist sehr nett. Aber ja, das muss ja nicht, nicht so aussehen wie Axel, oder? Bitte? Also als Frau möchte ich nicht so aussehen wie Axel. Ich möchte nicht mal als Mann aussehen wie Axel. Also, ich mag ihn natürlich auch sehr. Haben Sie den Kampf gesehen von Axel Schulz, den letzten? Ja, leider. Leider, aber ja. Ja, man muss einfach sagen, Axel ist wirklich ein sehr netter, ich schätze ihn sehr. Aber er war einfach immer viel zu lieb fürs Boxen. Also komm, ihm fehlt, schlag mich doch dahin. Ihm fehlt immer der Killerinstinkt. Das hat ihm doch schon ein bisschen gefehlt. Aber es ist schade, dann auch wirklich so abzutreten. Das tut mir schon leid. Nicht schade, war. Stell dir mal vor, mein letzter Talk wäre der mit Frau Bauerfeind gewesen. Das ist genauso, ja? Ja. Du hättest ja noch ein bisschen mehr aus ihr rauskitzeln müssen. Ich habe es doch versucht. Das ist der letzte Talk. Da siehst du mal, wie du auf Frauen wirkst. Ich habe das Gefühl, das hat hier negative Abgründe, die sich auftun. Frau Helmich. Frau Helmich. Ich freue mich ja, dass Sie kommen konnten. Sind Sie nicht? Sie sind doch Weltstar, wenn man Weltmeisterin ist. Im Fliegengewicht? Im Fliegengewicht, wa? Ja, ist richtig. Ach, bei mir war das so. Wie viel wiegt man als Fliegengewicht? 50,8 Kilogramm, genau. Muss ich immer auf die Waage bringen. Also jetzt habe ich ja schon fast 2 Kilo mehr. Also, boah. Alles. Boah. Und? Lassen Sie absaugen, oder? Also. Ja, allerhand. 52 Kilo, dass Sie überhaupt durch die Tür gekommen sind. Mann. Naja, bei 1,60 sind 2 Kilo schon. Ein bisschen was, oder? Und jetzt sagen wir mal, also eigentlich sind Sie auf Rente als Boxerin, kann man so sagen. Es ist stressig, es ist wirklich stressig. Also früher war es bei mir immer so, dass ich sagen konnte, ich bin im Training, im Trainingslager, ich muss mich konzentrieren auf meinen nächsten Kampf, ich kann da oder da nicht hinkommen. Jetzt rufen alle an und sagen, ja, Frau Hallmich, jetzt haben Sie doch aufgehört mit dem Boxen, jetzt haben Sie doch Zeit. Und so bin ich wirklich ständig unterwegs. Ich habe Sponsorentermine, moderiere auch mal Veranstaltungen, die jetzt nicht im Fernsehen sind. Und nicht zu lange antworten. Gut, prägnant einfach sagen, ich hab den Terminkalender voll. Und werden Sie erkannt oft? Haut man ihn auf den Rücken und sagt, Regina, mach mal hier. Ja, oder manche sagen, grüß den Stefan Raab, du bist so die, den Stefan da. Den auch noch, den Namen auch noch. Ja. Ach stimmt, wir sind ja heute in deiner Sendung. So. Ja, aber jetzt muss ich auch mal was Gutes sagen. Also ich bin heute in deine Sendung gekommen, weil ich finde dich ganz nett. Jetzt habe ich gerade noch mal die Kurve bekommen. Und? Heute Nacht wieder ein Hotel? Was ist das? Ah, da fehlen mir wohl echt ein paar Stunden meines Lebens. Ja. Und ich war so gut an dem Abend. Und ich sehr verzweifelt, oder? Was? Ja. Die erste Stunde hast du Zeitung gelesen. Frau Helmich, Frage, ist beim Frauenboxen die Gefahr nicht groß, schwere Verletzungen an den Händen davon zu tragen und sich somit die Zukunft als Hausfrau zu verbauen? Also ich muss sagen, bei mir passieren mehr Unfälle im Haushalt, als ich noch Boxerin war. Sie sind ja auch verheiratet, wa?
Ja? Ja. Nicht? Nein. Ist mir ganz neu. Ach so. Habe ich noch was verpasst? Nein, also. Ja, Sie haben 7 Kinder? Ja. Wohnen Nein, ich bin nicht außerhalb. Verheiratet. Wenn Sie einen Freund? Ja. Ach so. Und wie ist es, mit einer Boxerin zusammenzuleben? Zu Hause hat der Mann den Rock an, nehme ich mal an. Ja, der kommt nach Hause und jedes Mal gleich, zack. Eine auf die Fresse. Unangemeldet. Irgendwas wird das schon gemacht haben. Nee, jetzt mal, schlagen Sie Ihren Mann? Also mein Freund, der ist 1,94 groß. Und, Kein Hindernis, nehmen Sie sich einen Tritt. Bam, bam, bam. Das hört sich jetzt so vernünftig an, aber wir reden. Wir schlagen uns nicht. Nee? Nee. Ist ja langweilig. Und wurden Sie schon mal angegriffen und haben sich dann gewehrt? Nein, außerhalb des Boxrings ist mir das noch nie passiert. Also, komisch. Aber Sie würden schon gerne. Mal angegriffen werden. Sehe ich so aus? Nein. Also bitte, da habe ich andere Fantasien. Ja? Ja. Uiuiui. Was denn? Ich denke, wir haben schon mal Stunden miteinander verbracht. Naja, nun. Wir zeigen mal Bilder. Die haben wir nicht. Bilder, Sie waren Playboy-Wiesen. Auch schon, ja. Wann war das gewesen? 2002. Die sind schön gewesen. Ich habe heute recherchiert. Naja, ich musste mich doch drauf vorbereiten. Du meinst so, es war einmal oder was willst Bitte? Du? Meinst du, es war einmal oder was willst du Nein, jetzt damit die Bilder sagen? Waren schön im Playboy gewesen. Ja, finde ich auch. Ist ja nicht so lange her. Wir haben die schönsten, habe ich mal rausgesucht. Ich war auch Playboy. Zeig mal weiter hier. Mach mal auf hier. War hier mit Klappe, wisst ihr? Mensch, da wundert mich das ja, dass du noch nicht beim Film bist oder dass sie dich noch nicht entdeckt haben. Ja, richtig. Fernsehen wäre mal schön. Das wäre mal schön, ich würde nicht kacki ausstrahlen. Leck mich fett, ey. Frau Heimisch, das war's schon? Mensch, das ging ja so schnell rum. Also ich hätte echt gern mit dir noch ein bisschen geplaudert. Ja, dann bleiben wir noch. Frau Heimisch, ja, grüßen Sie den Freund. Rufen Sie ihn an, wir sehen uns ja heute Nacht im Hotel. Ich schreibe Ihnen denn morgen, wie es war. Ich glaube, der wird nicht eifersüchtig sein, wenn ich sage, ich werde die Nacht mit Kurt Krömer verbringen. Regina Heimisch. Danke. So. Das war's. Bisschen Spaß muss sein, oder? Bitte? Bisschen Spaß muss sein, oder? Nee, ich fand's scheiße. Ich kann dann nicht immer hier die Opferrolle annehmen. Ich wirke doch gar nicht mehr. Aber es gibt Menschen, die sind einfach dazu geboren. Ich finde das respektlos auf eine Art. Das Getränk hier ist respektlos. Das kann man nicht trinken. Wieso? Ist doch lecker. Und Heil mich bei Fernsehsendung verdurstet. Ist okay. Siehst du? Ich glaube, die Frau ist ein bisschen abgehärteter als ich. Vielleicht. Hochboxerin? Aber nicht Fliegengewicht, wa? Moment, ich habe. Super.
Dauerfliegengewicht. Das ist nicht so eine Dicke hier. Frau Helmich, erzählen Sie uns, was nehmen Sie mit nach Hause? War ein geiles Publikum. Frau Helmich, Frau Helmich. Wo geht's jetzt hin? Nach Hause. Und denn? Schlafen. Können Sie mal bitte die Finger aus der Nase nehmen? Was halten Sie von Rocky? Ja, Balboa oder Kratze? Nee, aus Rocky Berlin. Kleinschmidt aus Marzahn. Der hier, der Laubenpieper-König. Jetzt krieg ich einen aufs Maul, oder was? ja, ich möchte nichts Negatives sagen. War ein Traum. Ja. Was, bist du auf den Sprung, oder was? Jetzt hast du schon dreimal angefangen zu sagen, also Frau Halmich, na dann Frau Halmich, gehen Sie Frau Halmich, mach ich. Nee, Frau Halmich. Nein. Irgendwas fällt mir nur ein. Sie sehen aber, das muss ich noch mal sagen, für eine Boxerin, die richtig oft einen auf der Omme gekriegt hat, sehen Sie richtig attraktiv aus. Ja, danke schön. Geht noch, oder? Ja. Ehrlich? Ja. So, wollen Sie nicht langsam mal gehen? Die Zeit, sie ist um. Wollen Vorbei. Sie noch, bitte? Sie ist vorbei, ja. Wollen Sie noch was zurufen? Ich will es nur nicht wahrhaben, dass ich jetzt gehen muss, aber dann mache ich mal, okay? Wollen Sie schon? Ja? Sie machen gar nicht so den Eindruck. Soll ich schon? Regina Halmich! Also.